Nachdem Lindsay Lohan und ihre Schar von Star-Anwälten bereits letztes Jahr ankündigten, rechtliche Schritte gegen Rockstar Games einzuleiten, reichte die Hollywood-Schauspielerin nun offiziell Klage gegen den Spieleentwickler ein. Grund dafür sind gleich zwei Charaktere in GTA 5, die angeblich auf Lohan basieren würden. Zum einen gibt es da den berühmten Fall der Coverdame, die schamlos einen Selfie am Strand macht und dabei unverschämterweise ein wenig Lindsay-mäßig aussieht. Blöd nur, dass Kolleginnen wie Kate Upton und Shelby Willander selbiges von sich behaupten. Da könnte man glatt auf die Idee kommen, dass die Hollywood-Hühner eh alle gleich aussehen. Des Weiteren erkennt Lohan ihr Aussehen, ihre Stimme und sogar Kleidung ihrer Modelinie in der Nebendarstellerin Lacey Jones wieder, welche der Spieler innerhalb einer Nebenmission vor Paparazzi retten muss. Rockstar Games äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen und somit ist weiterhin unklar, ob man mit Lacey Jones Lindsay Lohan persönlich oder Hollywood-Stars im Allgemeinen auf die Schippe nehmen wollte. Bei Rockstar Games ist, wie wir nur zu gut wissen, beides möglich. Das Internet reagiert derweil mit Spott auf die Anklage. Neben Vorwürfen, sich ins Rampenlicht stellen zu wollen, gibt es auch schnippische Kommentare wie: Sie verklagt die jetzt erst? Crackhuren sind doch eine lange Tradition der Serie. Autsch, was haltet ihr von den Vorwürfen? Schreibt's in die Kommentare.